So, nun kommen wir zum dritten Fachbereich, Pädiater. Und hier nehme ich es hier gleich vorweg. Ich sage Ihnen, wer der Sieger ist, weil man muss es gesagt haben. Es ist Infektopharm. Das Familienunternehmen aus Heppenheim hat schon eine Sammlung voller goldener Trophäen. Und auch diesmal dürfen Sie im Fachbereich Pädiater einen Pokal mit nach Hause nehmen. Es ist unglaublich, es ist der 15. Pokal seit der ersten Erhebung in 2002. Und jetzt darf ich Ihnen noch den dritten und den zweiten Rang verraten. Mit 6%, okay, da war die Regie ein bisschen schneller, GlaxoSmithKline mit 8%, Sanofi Pasteur und mit 53%, das ist schon herausragend. Geht der Pokal an die Pokalsammelstelle, Franziska. Ja, wunderbar. Und da bitte ich auf die Bühne Dr. Andreas Rauschenbach. Er ist Leiter Ärzteservice und Kommunikation. Sie dürfen es auch gleich in die Hände nehmen. Ja. Nein, mir ist das aufgefallen, das war auch bei den Proben mit Dr. Jung immer so. Die Männer reißen einfach sofort das Mikrofon so an sich ran und dann weiß ich, okay, das sind die... Die aufgeregt. Nein, eher so die das Sagen haben. Und Sie dürfen jetzt sagen, wie sehr Sie sich freuen. Ja, tatsächlich. Man freut sich jedes Mal wieder. Für mich persönlich bedeutet es, mal wieder nach München zu kommen, was immer schön ist. Auch die Veranstaltung hier ist sehr schön. Also auch vielen Dank an Herrn Dr. Jung und auch an Sie als Moderatoren. Das macht es uns als Amateure, die wir hier oben stehen, ein bisschen leichter, das Ganze zu absolvieren. Ja, und wir sagen jedes Mal, die nächste goldene Tablette ist die noch wertvollere, weil sie uns wieder bestätigt in dem, was wir tun und uns anspornt in dem, was wir tun, noch ein bisschen mehr draufzulegen, damit es nächstes Jahr wieder eine gibt. Nun, wir haben ein bisschen einen Puffer, aber das stört uns nicht. Wir machen trotzdem weiter. Die drei Geheimnisse Ihres Erfolges? Ja, das sind vielleicht mehr. Wird vielleicht auch ein bisschen langweilig für die, die schon mal hier waren und Wiederholungstäter sind. Wir begreifen uns auf jeden Fall als Dienstleister. Wir sehen immer ganz stark durch die Brille des Arztes, für den wir da sind. Wir haben ganz sicherlich auch ein ganz tolles Team, was sehr stark zusammenhält, was immer wieder noch durch neue, junge Leute ergänzt wird, die Kreativität mit reinbringen. Und als letztes, glaube ich, die sehr starke Identifikation mit dem Familienunternehmen Infektopharm. Es ist eben kein großer Konzern, es sind alle an einem Standort. Die Familie ist jeden Tag im Unternehmen und das hält sehr stark zusammen. Vielen Dank, Dr. Rauschenbach, und viel Freude.